Moin Leute und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge sind wir ja hier noch in Neuhof gewesen oder bei Neuhof, weil wir hier auf der Suche nach den Köhlern sind, die uns Auskunft geben können. Super. Ah. Und, oh, hier ist noch ein Aktivitätengeber. Genau, und ja, hier läuft eigentlich auch ein Wächter rum, der ist jetzt schon da hinten. Den wollte ich eigentlich nochmal anschnacken, ob der vielleicht noch irgendwie was weiß. Und ja, dann werden wir aber erstmal nach Richtung Thalenberg rein. Guck mal, hier die Pferde stehen hier immer noch von den Leuten. Ob der war das doch hier, ne? Ja. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus, ehrlich. Ach, guck mal hier, ich suche nach Köhlern in der Gegend. Ja, ich suche nach Köhlern in der Nähe von Neuhof. Tja, also hier gibt es viele Wälder. Im Wald zwischen Neuhof und Uschitze sollten Köhler sein. Danke. Aha. Ja, also die Quest ist auf jeden Fall aktualisiert worden. Ja, und jetzt, genau, jetzt ist nur noch das das offen, was wir noch nicht hatten. Guck mal, hier die. Aha, interessant. Okay. Ja, nicht schlecht. Ja, hier ist ja noch ein Aktivitätengeber. Ja. Das war Hauptmann Bernhard. Er ist das auch nicht. Sven hat das. Guten Tag. Ist etwas zu tun, Hauptmann. Rotschopf ist darin verwickelt. Alles Gute. Ja, naja, das mit den Einschüchtern, das will ich ja gar nicht. Ich denke mal, da werden wir auch so erfolgreich sein. Na gut, dann holen wir mal unser Pferd. Dann schauen wir mal. Ja. War ja dann in die Richtung. Gut, wir sind das ja jetzt leider schon einmal nochmal abgeritten, aber die, also in der letzten Folge, aber die Köhler da im Süden, die wollten uns ja nicht, naja, das stimmt nicht, die konnte man nicht ansprechen. Hier links geht auch ein Weg rein. Müsste doch jetzt. Ja. Passen. Na genau, die konnte man ja nicht mehr ansprechen. Also vielleicht hätte man die auch zuerst befragen müssen. Also ich denke mal, das wird wahrscheinlich so sein. Ah nee, wir reiten noch ein Stück geradeaus. Und die hätten einem dann wahrscheinlich gesagt, ja, nee, wir wissen nichts, fragt mal die Köhler im Norden oder so. Dann hätte man die befragen müssen und dann wäre man nach Westen weitergeritten. Wo wäre das wahrscheinlich gewesen?
Stock. Mal nochmal. Ja! Ja, es gibt halt so viele kleine Wege, ne? Das ist schon manchmal echt verwirrend hier. War ich hier schon? Frag mich ja, was die denn hier immer machen, Alter. Also, guck mal hier. Ja. Ja. Guck mal, hier ist das wieder mit den Vögeln und so weiter. Die Geräusche, aber das ist richtig hier tatsächlich ein bisschen unheimlich, ne? Ja. Hier Banditen kommen oder so. Gar keine Lust drauf, vor allem wenn das so eine Banden sind. Gleich immer 4, 5, 6 Leute, Hier ist auch wieder so eine Brücke. Ähnlich wie da drüben, ne? Erstaunlich. Weil da unten sind sie schon. Naja. So, neues Lager entdeckt. Mal sehen, was die uns sagen können. Linus? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich suche Rotschopf. Er soll sich bei ein paar Köhlern verstecken. Rotschopf wer? Ein Stallbursche vom Neuhofer Gestüt. Ich kenne niemanden von dort. Möge Gott über dich wachen. Okay, der weiß nix. Kühler Zwilling. Radadern. Wortführer der Kühler, vielleicht weiß der ich was. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Und warum suchst du ihn nicht beim Gestüt? Er war dort, aber jetzt soll er sich bei irgendwelchen Köhlern verkrochen haben. Und wo hast du das her? Egal, jedenfalls haben wir hier keinen Rotschopf. Versuch's woanders. Ja, okay. Ja, ich versuch das mal. Hör zu, ein furchtbares Unglück hat Neuhof ereilt. Und Herr Ratzig verlangt, dass die Schuldigen gefunden werden. Aber du hältst mich nur auf. Also wenn dich Herr Ratzig schickt, kannst du dich gleich um die zwei Halunken kümmern, die auch nach dem Jungen gefragt haben. Und weißt du, wo sie sind? Sie können nicht weit sein. Viel mehr weiß ich nicht. Von hier aus sind sie nach Süden, also könntest du es ja dort versuchen. Gibt dort viele gute Verstecke. Also soll ich sie aufspüren und umbringen? Kümmere dich um sie, damit sie hier keinen Ärger machen. Dann sage ich dir, was ich weiß. Oh nee. Ja. Einverstanden. Ich suche sie. Die Worte eines wahren Mannes. Komm wieder, wenn du sie erledigt hast. Dann reden wir. Gehabt dich wohl. Gehabt dich wohl, ey, herrlich. Okay, Alter, wie groß ist das Suchgebiet denn? Boah, Leute, ey, macht mich fertig. Banditen, na gut, da müssen wir jetzt erstmal. Ich guck erstmal, ob hier noch irgendwas zu tun ist. Wahrscheinlich wieder nur die Schuhe. Ja. So. Banditen.
Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Na, dann gucken wir auf der anderen Seite der Brücke. Da ist ja das größere Gebiet. Also hier meinte ich, ne? Mal hier sonst gucken, so am Fluss und so. Nee. Oh, ich hoffe, die machen mich nicht breit, aber das Spiel hat ja zum Glück gespeichert, als wir mit den Kühlern gesprochen haben. Sollen das Nest sein? Nein, da kommen welche. Ja. Da waren doch eben welche, ich bin noch nicht blöd, oder? Da habe ich doch auch Stimmen gehört. Guck mal, hier liegt auch eine. Fällt mir jetzt erst auf. Das Nest. Weiß ich nicht, das sind auf jeden Fall Misteln. Ja, das meine ich. Das sind 4 Leute, da werde ich mich ganz bestimmt nicht mit anlegen, ey. Kann ich höchstens da aus der Reserve locken, dass wir vielleicht nur einen haben oder so. Oder was sind das für Regen? Sind wohl gar keine Kumanen, ne? Oder? Oder sind das irgendwelche Wachen? Kommt der Toppen hier nicht hoch, oder was? Wächter. Okay, Wächter.
Okay, das war mir auch noch nie so aufgefallen. Interessant, ja. Das mit dem Nest, das habe ich nicht gefunden. Halt die Frage, wo die wollen. Ich habe echt gedacht, das sind Banditen. Es war mir denn nur komisch mit den Schilden von denen. Ist das hier Auge? Das auch noch dazu? Bitte schon. Ich würde, glaube ich, dann mal hier oben... Welche? Es sind auch zwei. Es könnte ja sein, dass die das sind. Schätze ja. Na, dann suchen wir ihn eben. Ja. Verdächtiger Waffen? Echt? Grüß dich, mein Guter. Darf ich dir eine Frage stellen? Was ist das? Frag. Und danach frage ich dich etwas. Ach ja? Nun gut. Wir suchen nach Rotschopf, einem Stahlburschen von einem Gestüt in der Nähe. Hast du ihn gesehen? Ich nehme mal das Erste, das kommt eh auf den Kampf, glaube ich. Ich wollte euch gerade dasselbe fragen. Ich suche ihn auch. Jammer schade, dass ihn bisher keiner von uns gefunden hat. Aber Gott sei Dank habe ich euch gefunden. Ihr beide könnt mir doch sicher etwas über Neuhof erzählen, oder? Natürlich. Wir können dir gern ganz bildhaft zeigen, was dort vorgefallen ist. Ja. Nein, dir. Ja. So. Der Hund hält die jetzt erstmal einen Moment lang auf. Das sind ja zwei. Ich werde mal gucken. Was sind die denn jetzt? Komm her, du Weichei! Ist ein bisschen schwierig. Das habe ich mir schon gedacht. Es kann sein, dass wir das jetzt nicht schaffen, weil damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oh je, hat das wehgetan? Weil die ja auch zu zweit sind. Verdammt. Wieso ist der scheiß Köter jetzt weggelaufen? Ich habe den immer gefüttert und alles. Das kotzt mich jetzt schon wieder an. Es kann sein, dass wir es jetzt echt nicht gewinnen. Du wirst leiden. Einen haben wir. So. Null. Ja, schön. Wieder stressig, Die Haube nehmen wir noch. Ja, der Rest
Das bringt nicht so viel. So, ein Teil werde ich dann auf jeden Fall schon mal im Inventar denn ablegen vom Pferd. Verzeihung. Ja, dann sitzen wir nochmal auf. Und dann mal gucken. Ah, das mit dem Hund, das verstehe ich nicht. Ich habe den ja immer gelobt. Und gefüttert und alles. Und trotzdem läuft der weg. Verstehe ich nicht. Ich konnte das aber auch nicht so schnell sehen. Was da stand, um ehrlich zu sein. Da stand ja was. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er den anderen, der mich angesprochen hat, ob er den dem gar ausgemacht hat. Ach, der hat sich hier zum Pennen jetzt wieder hingepackt. So. In der war mir jetzt gar nicht aufgefallen, der Typ. Kann den jetzt beklauen? Theoretisch wird das gehen. Aber man kann den auch umhauen. Der ist jetzt nur betäubt, oder was? Ja, guck mal. So. Ich glaub, der Rest. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man den jetzt noch umlegen muss, weil der Andrea gesagt hat, wie spät ist das denn, dass der sich pennen legt? Ja. Ja, von wegen, dass die dann weg sind, ne? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob wir das machen müssen. Steht da irgendwie was? Okay, sobald die erledigt sind, ja, dann. Ich weiß nicht, müssen wir das denn mal? Hätte das Umhauen jetzt gereicht? Nee, guck mal, Aufgabe abgeschlossen. Okay, dann. Ja gut. War eh ekliges Pack, aber schon ja, schon, das war auch hier, wo ich dachte, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir können auch in die andere Richtung reiten, das ist kürzer. Ja, der Hund, weiß ich jetzt nicht. Der denn irgendwann wieder kommt. Da ist der. Das ist nicht unser. Ey. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz leck. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Oder die Banditen haben den eingeschüchtert, dass der deswegen weggelaufen ist. Oder dass die den geknüppelt haben oder so.
Ganz fein. So ist's recht. Gibt's euch gleich wieder. Es kann natürlich sein, da muss ich mich erst mit eingrufen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Was mache ich denn? Ich muss doch zu den anderen Köhlern. Idiot. Ich war schon wieder bei denen, die wir zuerst getroffen haben. Bei den Köhlern. Ey, Mann, Ometer, ey. Ist ja der Hammer. Versuchen wir da mal zu pennen bei den Köhlern. Das wird aber wahrscheinlich nicht gehen, weil die kein Bett haben. Schon echt spät auf jeden Fall. Im Dunkeln sieht man hier auch echt verdammt wenig bei dem Spiel, ne? Ist krass, aber ist gut gemacht, muss ich sagen. Ist echt schön. Ich kann mir fast vorstellen, die sind hier auch gar nicht mehr wach. Wortführer der Köhler, ne? Also ja, der liegt hier, aber der ist, der pennt halt auch, ne? Oh, hier ist noch ein Bett, oder? Jo. Ja, top, ey. Machen wir mal bis 5 und dann, ja, dann gehe ich gleich noch was essen und so und dann bereiten wir uns ganz in Ruhe vor. Ich denke mal, unsere Rüstung wird wahrscheinlich auch ein bisschen Schaden haben, dann reparieren wir den Kram noch und dann, ja, irgendwann werden die ja hoffentlich auch aufwachen. Ja, nachts ist mir das einfach zu dunkel, ne? Also ja, man hat zwar Fackeln und so, aber... Ja, geil, konnten wir wenigstens schlafen hier. So, die pennen noch, wie ich erwartet habe. Da bräuchten wir denn das große Set schon. Bei den Sachen halt auch. Ah ne, hier reicht die Fertigkeit nicht. Aber die sind schon nicht schlecht hier, die Rüstungssets und so.
Das kleine Schneiderset, das ist bald hin. Aber die kann man oft verwenden, also das ist schon, nicht schlecht. Wie sieht das überhaupt aus mit... Reparieren, ja, wären wir auch immer besser. Ja, das ist doch gut. So, jetzt erstmal wieder der Hund. Sieh mal, was ich für dich ganz... Müssen wir uns dann auch irgendwann wieder Dörrfleisch besorgen. Oben wie noch. Ein guter. So ist. So. Sehr schön. Jetzt hoffe ich, dass der auch wieder. Ja, jetzt kommt er wieder auf die 100%. Wir haben jetzt auch hier tatsächlich wieder freigeschaltet. So, Spürnase. Dein Hund wird der Gegner aus deutlich größerer Entfernung, wodurch du auf Reisen leichter Hinterhalten entgehst. Treuer Gefährte. Dein Hund ist dein treuer Gefährte. Wann immer er wegläuft, erhält er sogleich einen Bonus von 10 Punkten auf Folgsamkeit, nachdem er zurückgekehrt ist. Ah, okay. Ja, das ist doch gut, ne? Bin ich so schnell in Hinterhalte geraten. Was gibt's hier noch? Dein Hund knurrt, wenn sich in der näheren Umgebung Gegner aufhalten. Blutung, Buch, interessante Orte hinterher. Setzt dich. Ah, okay. Er verfolgt die dann auch. Aha, geil. Ja, fein. So, die schlafen jetzt aber immer noch hier. Oh, sind wir überfressen? Tatsächlich. Köhler hacken hier aber auch ganz schön viel ab, ne? Da, wo die sind, du, da steht ja noch alsbald nichts mehr, ey. Wahnsinn, so, jetzt stehen die langsam auf. Buch habe ich ja nicht zufällig noch, ne? Weiß doch nicht, was das hier mit den uralten... das hier mit den Karten auf sich hat. Neuhofratei. So, das sind so Art Schatzkarten. Das können wir ja eigentlich auch mal machen, ne? Gleich eine neue Spezialisierung auf Lesen bekommen. So, ich glaube, hier müssen wir die Lernstufe des Buches, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder beim Überspringen von Zeit automatisch. Wenn du bequem sitzt, erhältst du einen doppelten Lesebonus. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, was ich da nehmen soll. Das mit den Wachen und so, das machen wir ja auch nicht so oft, ne? Bücherwurm, das verstehe ich gar nicht. Die Lernstufe des Buches. Nehmen wir mal das, fertig. Ich will da jetzt auch nicht ewig immer rumeiern. Aber ich würde sagen, wir machen dann... Oder ist der jetzt hoch? So. Der legt sich jetzt hier weiter hin. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier weiter, bis die dann endlich ausgepennt haben hier. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen.
wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.